Es stürmt, es ist regnerisch, es ist ganz einfach grauslich. Ein Wetter, bei dem man eigentlich nicht gerade gerne nach draußen gehen möchte. Der ein oder andere ist nichtsdestotrotz hier am Wiener Heldenplatz bei einer Demonstration. Es geht einmal mehr um das Thema Impfpflicht. Ist natürlich ein ganz hohes Gut in der Demokratie, dass man hier auch, wenn einem etwas nicht gefällt, dagegen auf die Straße geht und hier seinen Unmut auch äußern kann. Wir sehen die Polizei hier immer wieder zwischendurch, dass sie hier auch mit dabei sind. Die Strategie der Polizei ist ein bisschen anders als bei den vergangenen Malen. Da waren vor allem, wo wir uns jetzt befinden, relativ viele Polizeiautos. Das hat sich hier eher in den Innenraum sozusagen verlagert. Man hat sich aber dafür entschieden, wie auch bei den vergangenen Malen, bei den Polizisten auch wieder Verstärkung zu holen aus den anderen Bundesländern. Man ist ja auch seitens der Exekutive hier absolut Demo erprobt. Es hat in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer hervorragend funktioniert. Die Polizei ist hier wirklich bei ihrem Modell geblieben, bei ihrem Deeskalationsmodell, dass man zunächst einmal das Gespräch sucht. Wenn das nicht hilft, dann muss man allerdings ja auch tätig werden. Wir hoffen für alle, dass es auch aufgrund der kühlen Temperaturen zu keinen hitzigen Diskussionen kommt, dass man hier einerseits vom Demonstrationsrecht natürlich Gebrauch machen darf, auf der anderen Seite aber auch, dass all jene geschützt werden, die hier entweder wirklich nur durchspazieren oder hier Unbeteiligte sind, die hier auch mit dabei sind. Laut ist es auf alle Fälle, das liegt vor allem an den Lautsprechern, die wir hier hören. Jetzt sehen wir wieder ein Polizeiauto, das da durchfährt. Also man hat ja auch seitens der Polizei angekündigt, man möchte vor allem dann durchgreifen, wenn es innerhalb der Masse, wenn die Leute eng zusammenstehen, hier zu keinen Masken kommt, dann möchte man schon auch hier auch Strafmandate aussprechen. Hier sehen wir, dass die Polizei auch Stellung bezogen hat. Sie hat sich hier auch im großen Aufgebot zwischen die Demonstrantinnen und Demonstranten gestellt. Und man sieht hier auch Menschen mit recht aggressiven Gebärden, die sie hier gegen die Polizei richten. Ein Mann hier ohne Schutzmaske, nicht einmal einen Meter vor den Beamtinnen und Beamten, der sich hier auch sehr lautstark aufregt. Man hat sich hier Rücken an Rücken gestellt. Man versucht natürlich, die Lage im Auge zu behalten. Immer natürlich mit dabei auch die Kamera der Exekutive, die auch ein solches Verhalten natürlich dokumentiert. Es bleibt abzuwarten, ob diese Demonstration wie auch die vergangenen wieder einige Menschen hier ihr Demonstrationsrecht auch ausnutzen. Viele Menschen haben auch in der letzten Zeit aggressiv gegenüber der Exekutive oder den Medien reagiert. Aber die Exekutive ist natürlich mittlerweile erprobt. Man hat immer wieder gesehen, wie auch einzelne Störenfriede bei solchen Demonstrationen herausgezogen wurden. Das sehr schnell und überraschend. Wir hoffen natürlich, dass heute auch in der Bundeshauptstadt das Ganze sehr friedlich vonstatten geht. Aber man sieht schon, es ist ein großes Gedränge, was sich hier um die Exekutive gebildet hat von allen Seiten. Sind hier Demonstrantinnen und Demonstranten mit Plakaten für unsere Freiheit, steht zum Beispiel auf einem. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine St. Pauli-Fahne. Wir haben immer wieder auch aus anderen Ländern natürlich Fahnen mit dabei, allen voran natürlich auch die Österreich-Fahne. Viele sehen hier das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers, ein verfassungsrechtliches Recht hier dementsprechend gefährdet. Die Impfpflicht, sie soll ab 1. Februar in Kraft treten. Und die Menschen sind erzürnt und wollen vor allem eines nicht, nämlich, dass diese Impfpflicht durchgeht. Heute im Vorfeld dieser Demonstrationen hat sich die Bundesregierung schon zu Wort gemeldet. Es wird die nächsten Öffnungsschritte geben und das bereits ab kommendem Samstag. Da fällt zumindest einmal die Sperrstunde um 22 Uhr und man sieht eine sehr angespannte Situation. Hier auch ein grüner Regenschirm, ein Mann, der die Hände nach oben hält. Und hier gibt es die ersten Übergriffe. Die Polizei greift zu Pfefferspray. Und hier sieht man, wie die Polizei versucht, die doch teilweise sehr aufgeheizte Stimmung in den Griff zu bekommen. Immer wieder sind es auch Demonstrationsteilnehmer selbst, die versuchen andere. Und es fliegt die erste Bierdose. Wir sehen sehr aufgeheizte Stimmung heute in der Wiener Innenstadt. Viele hunderte Beamten
wenn ich das richtig gesehen habe, war das jetzt ein Stein, ein kleiner Pflasterstein, der geflogen ist. Jetzt greift die Polizei wieder zu Pfefferspray und die Menschen versuchen sich mit den Regenschirmen vor diesem Pfefferspray zu schützen. Wir sehen, wie aggressiv die Stimmung hier ist, wie aufgeheizt die Polizei hat. Jetzt auf der anderen Seite sehen wir einen Polizisten, der mit Bier besprüht wurde. Wir hoffen natürlich, dass es nicht zu weiteren Angriffen auch kommt. Denn, wie gesagt, hier auch ein junger Mann, der sich gerade auf den Boden setzt, weil er mit Pfefferspray hier auch oder Pfefferspray von der Polizei abbekommen hat. Hier sind auch oftmals unbeteiligte Menschen, die einfach demonstrieren möchten, das Ganze friedlich machen wollen, mittendrin, dort, wo es eigentlich, wo man eigentlich auch immer wieder Familien sieht und dementsprechend besonders tragisch natürlich, wenn sich diese Stimmung jetzt um diese Uhrzeit schon derart aufgeheizt hat. Es werden sich bestimmt an anderer Stelle die Polizisten und Polizistinnen weiterhin formieren, weiterhin auch genau solche Aktionen im Auge behalten. Immer wieder werden hier auch die Positionen verändert, die Polizistinnen und Polizisten neu aufgestellt. Natürlich wird das Ganze auch aus der Luft beobachtet. Hier kann man sehr schnell auch diverse Menschenströme wahrnehmen und auch dementsprechend sehr spontan darauf reagieren. Immer mehr Menschen zieht es jetzt trotz des schlechten Wetters auf den Wiener Heldenplatz. Man hat 22 genehmigte Veranstaltungen und man sieht, die Polizei hält hier auch Pfefferspray weiterhin bereit. Die Stimmung scheint sehr aufgehitzt zu sein und hier heißt es, höchste Vorsicht walten zu lassen, dass die Stimmung nicht weiterhin eskaliert. Auch in den letzten Wochen waren immer wieder pyrotechnische Gegenstände auch im Vorfeld herausgezogen worden, aber nicht alle. Und dementsprechend ist die Polizei auch für den heutigen Tag gerüstet. Die heutige Demonstration wurde schon als Megademonstration angekündigt und dass man hier die Situation unter Kontrolle hätte, das scheint mir dann doch nicht ganz der Fall zu sein. Es sind circa nach meiner Einschätzung 30 bis 40 Polizistinnen und Polizisten, die sich dort versammelt haben.